Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wir möchten heute definitiv ein bisschen Soundcraft noch weitermachen. Wir möchten mal wegen am Lager rumeiern. Das wird auf jeden Fall auch ein bisschen mehr. Und wie gesagt, wenn wir dann noch Zeit haben, dann schmeißen wir uns komplett an die Chemiefabrik. So, was wir jetzt auf jeden Fall haben, ich habe jetzt mal hier Cold Dust einstecken. Ja, und ich hätte vielleicht noch 6 Glowstone mitnehmen sollen. Ja, wär eine Idee gewesen. Hätte ich auch alles machen können. So, Glowstone, 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 Glowstone. Da. Weiß es jetzt nicht, ich mach's mal sicherheitshalber nicht mehrere rein, sondern immer nur das, was man braucht. Vermute fast auch, dass dann mein Topf irgendwann kein Wasser mehr hat. So, das heißt jetzt 1, 2, aha, 1, 2, machen wir mal jetzt mehr rein, was passiert. Habe ich jetzt einen bekommen oder zwei? Was? Ach Mist. Ich bin ein Depp. Bin doof. Ich geb's zu. Das war falsch. So, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Und dich. Noch ein bisschen Suppe ist drin. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Und jetzt ist immer noch ein bisschen Suppe drin. Ja, jetzt muss ich mich aber beeilen. Nicht, dass das Zeug rausploppt. Weil ich Trottel zuvor Glowstone reingeschmissen habe, weil ich nicht bis 4 zählen kann. Schon zu spät. Ey, ich geh kotzen. Oh Mann. Ja, man sollte immer alles dabei haben und nicht falsch reinwerfen. So versaut man die Umwelt noch ein bisschen besser. Ich bin ein Großer, ich weiß. Ich kann das. Gott sei Dank macht mir das jetzt nicht so viel aus, wenn ich renne. Muss nochmal rennen, ich glaub's ja. So, aber jetzt wird's ja wohl hoffentlich stimmen alles. Wie squillt jetzt nochmal Suppe raus? Man sieht halt, ne, er wandelt's um. Ich habe jetzt, genau. Danke. Ja, und der Rest suppt jetzt halt leider raus, weil ich doof bin. So, apropos doof. Genau, ich habe meine 6 Nitor. Glaube aber, ich brauche jetzt auch noch die Not Coal. Alumentum brauche ich auch noch 2. Das heißt, ich brauche. Okay, das ist leicht, beziehungsweise fast leicht. Okay, Coal Dust. Das wird witzig. So, 2, 4, 6, 7.
Oder ist doch Feuer und Potenzial, ja, genau. Ich brauche nur ein Igitt. Igitt, weg, weg. Drei. Vier. Sechs. Acht. Toll. Ach, weil ich Perdizio auch noch brauche. Hervorragend. Perdizio Crystal Powder. Weiß es nur nicht, ob ich da was übrig habe. Mann, das habe ich natürlich nicht gesehen. Geld. So, Perdizio. Perdizio. Crystal Powder, ja, ist da hinten. Aber vor allem, ich habe da auch Zauberaspekt mit drin. Das heißt, ich könnte eventuell so an mein Zeug rankommen, an mein Metallum. Eins, zwei, drei. Ich. Danke. Und dann kann ich mir das merken? Muss ich mir das merken? Aber wenn der Dunkelheit drin ist, ne? Und ich brauche das für das andere, ist doch wäre doch klasse. So, einen habe ich hier drin. So, das heißt, wir haben jetzt hier auch Alumentum. So, und Alchemical Furnace. Das heißt, ich brauche jetzt zwei Saumiumplatten. Arcane Stones. Das heißt, ich brauche Arcane Stone. Arcane Slate. Oh Gott. Life Essence. Das ist Blut, oder? Ah, okay. Mix Crystal und 8 Stück. Okay, das sind einfach nur Steine und ein. Meine ganzen Zauberstäbe werden jetzt leer. Auch glaube ich 7. Zack. 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 Schön. Und jetzt baue ich, habe ich hier Steine rumliegen? Nein, die sind dann draußen. Aber nicht draußen rumliegen, habe ich in der Tasche rumliegen. Gut. So, jetzt ist mein Problem, dass dieser Zauberstab eigentlich leer ist, ne? Ja, genau. Also das sind meine Zauberstäbe, die ich nicht über die Notes befülle, sondern die ich über die anderen Wege, also das heißt Monsterhauen mache. So, okay, ich habe jetzt diese Arcane Stones. Davon brauche ich 4 Stück. Dafür brauche ich einen Red Garnet.
einen Flur, einen Drehzirkon, Jasper, Ruby. 4 Stück mit Ruby, bitte. Danke. Gehen wir da durch. Danke. Ruby Lens ist drin und 4. Dann läuft der schon mal. Ich schmeiße ich gleich mal rein. Schmeiße ich weg. Okay. Bin da gespannt, was ich noch brauche. Okay, ich brauche auf jeden Fall Saumium. Saumium haben wir ja festgestellt. Saumium, also ich habe ihn wieder Arbor drin. Also ich schaue mal schnell nochmal rein. Also der hat jetzt drauf Power und Feuer. Dann nehme ich jetzt mir mal ein Stack mit. Ein Hut. Ein Hut. Eine normale Holzplanke, ja. Dann habe ich da jetzt ein bisschen Holz. Packe ich jetzt erstmal hier drin. Dann habe ich Bounded Leather. Packe ich da oben. Genau, weil, wie gesagt, wir brauchen, also nicht wir brauchen, sondern Alumentum ist Dunkelheit und jeweils 4. Und ich brauche dafür Kohledust. So, okay. Und dann brauche ich noch Metall. Ich brauche auf jeden Fall. Ich nehme jetzt gleich mal 9 mit. Ist mir egal. Leg mich aber vorher mal bitte hin. So, dann brauche ich aus meiner anderen Tasche meinen Eimer. Ist egal, machen wir den. Wasser. Schauen wir mal, ob ich den einschütten darf. Jawohl. So, wir brauchen also, wie gesagt, 4. Patizio. So. Schaut doch super aus, oder? Okay, ich kriege ein bisschen viel Nitor, aber oder Alumentum? Ja, irgendwie bei, ich kriege 4 Stück. Ist doch in Ordnung. Also nochmal. 1, 2, 3, 4. Kriege ich einen. Aber ich mache keinen Dreck. Doch super. Und das ist Kohledust. Also das, wenn ich irgendwas über habe, ist es das. Machen wir gleich noch einen. 1, 2, 3, 4. Lang gib ihm.
gleich wieder den. 2, 3, 4. Da geht auf jeden Fall irgendwas drauf. So. Und mein Topf ist leer. Ich habe ihn ausgeschüttet. So, jetzt haben wir 16. Nicht Tor. Ich glaube, ich kann alles wegsprengen. Wenn ich so weitermache, können wir den Berg anders beseitigen. So, okay. Wir haben jetzt 5 Saumium. Für den Alchemical brauche ich 2 Platten und einen Low Pressure Boiler Tank. Es sind Iron Castings, 6 Stück. Auch kein Ding. Okay, das ist der da. 1, 2, 3. Ich meine derzeit meine Steinchen holen, meine 4 Stück. Wieder auf. Ist 6. Hier drin. Mach gleich wieder weg. So, Low Pressure Boiler Tank. Okay. Das habe ich. Das habe ich. Dann brauche ich noch 2 Saumium Platten. Das wird interessant. Turning Liquids into Incense, ja. Okay. Ich schätze mal, das schalte ich als nächstes dann frei. Okay, also das heißt, du kommst dahin. Du bist da. Du warst hier. Ah, ich brauche noch ein Crucible. Ah, und ein Iron Furnace. Okay. So, 5 mal das. Ein Cauldron. Ein Zauberstab draufkloppen. Hoffe, dass das. Nee, das war ein Crucible, hoffe ich. Wenn nicht, wird's gleich lustig. 5. Ein Iron Furnace waren's. Noch ein Ofen, genau. Ein Öfen. Dann ist das schon mal am Laufen. Auf jeden Fall schon mal, wie gesagt, von Vorteil. Ah, meine Fackeln sind fertig. Ja. Und mein Iron Furnace ist auch fertig. So, Iron Furnace, du kommst dahin, der Crucible kommt runter. Und so teuer war der nicht, aber ich habe einen. Perfekt. Ah, okay, und jetzt kommt Arcanic Alembic. Das heißt, ich brauche, oh Gott, Low Pressure Boiler. Das ist wieder dasselbe in grün. Steel Fluid Pipes, das ist auch kein Problem. Ich brauche Small Gold Springs. Ich brauche Silverwood Planks.
Silverwood Planks. Waren das jetzt drei oder sechs? Ach, ich kann mir nichts merken. Ah, drei. Ich will sowieso dann irgendwann zwei machen. Aber ich schaue mal erstmal. Nee, leider kein Reward. Das heißt, ich brauche jetzt Small Springs. In die Bending Machine Gold Wire. Halt, mach gleich vier. Was brauche ich noch? Holzplatten. Wollte ich ja da heute. Low Pressure. Auch fünf. Ich glaube, so viel brauche ich fünf. Gott sei Dank kann ich bis 15, bis 6 zählen. Und so ist es gut, wenn man zu viel dabei hat. Brauche ich dich und die 6. Zweimal. Dann laufest du, bitte. So, und ich kann da mal meine anderen Sachen reinmachen. Weiß nicht, ob ich es schaffe, zwei Stück gleich zu machen. Ach genau. Habt ihr ja noch was vergessen? Okay, meine vier davon. Glaube, da kommt nur. Kommen da zwei raus, wenn ist auch scheißegal. Wie gesagt, da will ich auch hier irgendwann mal vier oder sechs oder acht Stück, wenn das im richtigen Raum steht. Okay, so, dann brauche ich jetzt aber noch vier Saumium. Arcane Stone. Können wir damit reinpacken erstmal? Habe ich kein? Habe ich das alles verbraucht? Mimimi. So, schon wieder dunkel. Die Frage, diese Pipes, die wo ich dann noch brauche dazu. Okay, also, das heißt, ich habe jetzt das. Heißt es wieder 1, 2, 3, 4. Ihm. Dankeschön. So, vier Saumium. Ja klar, weil ich ja auch noch das andere Gefäß brauche, weil es nützt mir ja nichts, wenn ich das nur in die Jars reinkriege.
Aber ist das mal jetzt egal. Hammer weg. Ups, falsch. Jetzt auch weg. Halt. Derzeit, wo ich den ersten Teil mache, kann er mir meine Saumium noch schnell platt machen. Dann heißt es jetzt, du kommst dahin. Die Platten kommen dahin. Problem wird jetzt sein, nein, ist kein Problem. Ha, cool. Ja, die zwei sind jetzt fast leer. Nehme ich dich mit. So, du warst da. Ja, es war ja wohl klar, oder? Es ist ja wohl klar. Ich glaube, ich wein. Typisch ich. Okay, so, also, bitte Stahl rein. Eins, zwei, drei. Ne, man muss nur zweimal denken. Okay, dann brauche ich jetzt noch mal eine Platten, wobei ich muss jetzt da noch mal eine machen. Brauche komplett schon mal zwei fertig. Mal gucken. Was fehlt jetzt mir noch? Der Low Pressure. Okay. Das heißt, ich habe jetzt noch das. Ich brauche von dem einen brauche ich definitiv vier. Da habe ich keine Ahnung, wie viel ich brauche, nehme mir ins Deck mit. Dann habe ich nämlich den zweiten definitiv auch gleich durch. Eine Umweltverschmutzung. Ich habe doch gewusst, irgendwie geht's, dass ich durch Zufall oder vielleicht auch gewollt durch Dream das bekomme. Ist cool. Halt. Machen wir uns gleich die Platten auch noch fertig. Ach, nee, ich muss doch komplett neu machen. Ich habe alle vier verbraucht. Stimmt ja. Heißt, ich brauche da noch mal einen. Hier 8, 12. Das heißt, ich muss demnächst jetzt auch mal wieder Perdizio Crystal Powder herstellen. Mal gleiche Aufgabe. Schmeiß nicht mehr rein.
Es ist klar, ja. War ja klar, dass jetzt das Wasser ausgehen muss. Braucht ein Viertel ein Stack an Kohle. Vier Stück. Also das heißt, wenn wir jetzt dann einen Block brauchen würden. Schön. Wer sich jetzt gerade gewundert hat, warum es nicht ging. Es hat nicht geblubbert. Ah, stopp, da geht's. Ja, wenn man es dann weiß, dass das 16 sind, ne, da kann man die einfach auch mal vorher freigeben, ne? Das heißt Void Jars, das heißt, die werden ja voll und das heißt, ich hätte eigentlich komplett das da, dass ich jetzt das rausziehen könnte. Weil dann könnte ich nämlich jetzt dann hingehen und sagen, okay, starte auf das Alumentum. Weil jetzt schmeiße ich dann nur noch das rein und das andere Zeug wird dann ins Glas reingekippt. Ich frage mich nur, wie ich es dann rauskriege. Ich glaube, wenn ich die Kristalle habe, die kann ich, glaube ich, einzeln reinwerfen. Bin mir aber dann nicht sicher. Den Kristallen habe ich auch noch nie gearbeitet. Das wäre auch Premiere. Eins, zwei. Dann schauen wir uns mal gleich die nächste Quest an. Turning liquids into in Ah, okay. Mache aus. Wonder simple idea. So many people wasted tons of bucket just to get aqua from water or sano from milk. Why didn't they just dissolve the liquid itself? Stupid ones. Okay, aber der Alchemical Boiler, den habe ich noch nicht erforscht. Weil ich genauso stupid bin und den gar nicht gekannt habe. Aber ich weiß ja nicht mal, wo es den gibt. Chemical. Wie heißt du das? Alchemical Euler. Ah, Automagi. Daher kenne ich den nicht. Ah, ich brauche noch Scribing Tool. Aber mal, sich wieder anstellen. Oder mal schnell hinkriegen. Feuer ist auf jeden Fall da dabei. Das ebenfalls wird mit Ordo verknüpft. Dann machen wir hier. Ah, mein Scribing Tool ist leer. Tausche ich mal aus. Dann nehme ich hier Victus und Anno. Habe ich das auch und Limus. Limus besteht aus. Ah, okay. Und Auto. Danke.
Chemical Boiler. So, jetzt kann ich mir den anschauen. Das ist ein Crucible. Okay. Also teuer ist was anderes. Ich glaube, der Crucible noch das aufwendigste jetzt. Pam 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 pam. Auf das Tempo, die ich jetzt finde. Geil. Ich weiß nicht mehr, wie das Ding im Vanilla heißt. Dingsbums halt. Wo man Wasser reinschütten kann. Ist das auch ein Crucible? Ich schmeiße jetzt da einfach mal 7 Stück rein. Wenn ich Pech habe, sind es nur 5. Dann muss ich 2 Platten aufheben. Was für eine Verschwendung. Ne, das ist auch ein Scheiß. Crucible. Wie heißt das von... Ich schätze mal, es haben schon mindestens 1000 Mann hier reingebrüllt. Ich hab's nicht gehört. Tut mir leid. Moment. Basic Information. Schreibing? Nein, das ist dann Effekte. Forest Enchantments. Auras and Notes. Nee, da sagt er nur einer. Das ist schlimm. Genau. Bug, bla bla bla. Alchemie. Basic Alchemie. Da ist es. Ein Cauldron. Ha! Wäre ich in 100 Jahren nicht mehr drauf gekommen. Aldrin, 7 Stück. Ein Hämmerchen. Gott. Kann man das Zeug nicht mehr merken. Ja, okay, hier gibt es ja auch Gott sei Dank nur 3 Rezepte oder so. Ja, ein bisschen Spaß zum Schluss. Was war das letzte? Ach, noch der Ofen. War natürlich nicht dabei. Aber ich habe noch welche. Ich habe noch 2. So, genau. Ich wurde vor kurzem gefragt, wie man in diesem Pack Teeröl rausbekommt. Aus denen da. Ja, da braucht man also sozusagen hier eine Pumpe an einer Pipe dran. Und dadurch, dass er die Pipe einer der ersten ist, die wo man kriegt. Also heißt, bau dir eine Pumpe. Stell dir das Rohr irgendwie so hin, dass du es genauso brauchst. Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Einfach, wie gesagt, Pumpe hin. Dann an die Seite dann anschließen. Dann sagen auf jeden Fall auch Import. Aber ich glaube, Import ist Standard. Export ist nicht Standard. Dann baust du dir das mit dem Wrench wieder ab und stellst das dann dahin, wo du das rausnehmen willst. Also ich habe jetzt das angezeigt, wenn ich es so mache wie hier. Pipe hin,
Dann so drauf. Wenn du das hier machen willst, Pipe hier hin, also Pipe hier hinstellen, dann so drauf abbauen und dann da anschließen. So. Und ich habe einen Chemical Boiler, der für mich komplett neu ist und der Liquids, Flüssigkeiten zu, ja, Aspekten macht, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, das heißt jetzt dann, ich nehme jetzt mir mal das alles raus. Nehme mir auch zwei Nitor raus. Mache jetzt hier das Feuer aus und leg den drunter, weil das ist dasselbe in Blau. Nur, dass es nicht mehr heiß wird. So, Alchemical Furnace kommt dann oben drauf. Und dann kommst du drauf. Kommst du noch als Zweiter drauf. So, das heißt jetzt, ich habe jetzt hier, ich weiß gar nicht, ob das geht, mit dem Nitor drunter. Beim zweiten, glaube ich, geht es. Bei dem weiß ich es nicht. Ja, und jetzt könnte ich halt jetzt hingehen und sagen, okay, ich schmeiße jetzt da was rein und dann holt er mir das hier raus. Aber dafür brauchen wir noch Pipes und da brauchen wir noch sehr, sehr viele Dinge. Da muss ich mal gucken, sind die überhaupt schon da? Sind die offen? Oder sagt er zu mir, ja, das ist egal. Das kannst du dann auch für dich alleine machen. Ingots, 16 Stück. Ja, das werde ich auch brauchen, weil, jetzt muss ich mal gucken, gibt es da noch einen zweiten? Adept Saumaturgie. Novice Saumaturgie. Also wenn ja, sehe ich es nicht. Aber für mich ist jetzt als nächstes der Super Saumium wieder weg. Saumanomikon wieder weg. Wir möchten ja jetzt dann da weitermachen. Ne? Also wir haben ja jetzt sozusagen dieses hier haben wir jetzt gemacht. Und dieses hier werden wir jetzt brauchen. Und zwar ein Alchemical Construct, davon zwei Stück. Denn wir möchten Automated Alchemy machen. Das heißt, wir brauchen ein Crucible und davon zwei. Und 30 Aspekte. Hurra. Für dich brauchen wir auch ein paar Aspekte. Mehr Hurra. Und wir brauchen die Pipes und so weiter und so fort. Das wird auf jeden Fall. Und wie gesagt, Saumium-Block. Das heißt, daran werde ich jetzt dann offline arbeiten, dass wir den dann beim nächsten Mal haben. Und dann können wir nämlich das noch fertig machen. Und dann können wir nämlich mit Soundcraft auch mal irgendwann ein bisschen weitermachen. Aber wie gesagt, dann, wenn das soweit ist, dann wird es auch losgehen mit dem Chemiewerk. Gut. Wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und dann gibt es nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.